Braincast, der Schulfunk zum Gehirn. Wir sind hier in der Kaffeerösterei zu Weimar am Herderplatz, die Herderkirche draußen, läutet 12 Uhr. Es herrscht ein Wintermärchen und während das die letzten zwei Tage eher getobt hat und die Leute in der Bahn saßen, hat es mir dieses Mal den Theologen Wolfgang Achtner gebracht, mit dem wir uns heute über den freien Willen unterhalten wollen. Das passt ganz gut. 24. Weihnachten, Christentum, Theologie. Aber zuerst mal eine ganz einfache Frage an Wolfgang. Kannst du mir kurz den freien Willen definieren? Ja, damit fängt das Problem schon an, denn üblicherweise versteht man unter freiem Willen sehr verschiedene Dinge. Deswegen möchte ich zu Beginn anfangen mit vier verschiedenen Definitionen. Und die erste Definition ist das, was man vielleicht bezeichnen könnte als Handlungsfreiheit. Das heißt, die Freiheit, etwas zu tun. Im Unterschied zu äußeren oder inneren Hemmnissen, die man überwinden kann oder denen man sich auch ausgesetzt sehen kann. Zweite Definition wäre Willensfreiheit als Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit heißt, es gibt Alternativen und ich entscheide mich für die eine oder andere. Und dann ist das Problem eben sozusagen, ob dieser Entscheidungszweig nun determiniert ist oder sich aus rationalen Überlegungen heraus sozusagen unabhängig von irgendwelchen deterministischen Prozessen heraus frei bestimmen lässt. Das sind eigentlich so die klassischen Definitionen, die auch in der heutigen Willensfreiheitsdebatte eine Rolle spielen, eigentlich die zwei wichtigsten. Aber mir kam es darauf an, sozusagen diese Dimension des Willens noch viel weiter auszubauen und andere Elemente, die komplexerer Natur sind, mit ins Spiel zu bringen. Und daher habe ich noch zwei andere Definitionen von Willensfreiheit, die über diese beiden hinausgehen. Die erste ist ein etwas ungewöhnliches Wort. Ich nenne das Selbstdistanzierungsfreiheit. Damit will ich sagen, dass der Mensch im Prinzip die Freiheit hat, sozusagen sich von inneren oder äußeren Handlungsimpulsen zu distanzieren. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Impuls spüre, dann habe ich immer die Möglichkeit, ihm entweder nachzugeben oder nicht nachzugeben. Und das Spielchen kann ich sehr weit weiter treiben und komme dann von diesem Begriff zu einem vierten und abschließenden, und das ist eigentlich auch ein Begriff aus der Religion, der sogenannten Entgrenzungsfreiheit, die ich der Mystik zuordne. Und damit ist gemeint, sozusagen der Mensch, wenn er diesen Selbstdistanzierungsprozess in Bezug auf seine Handlungsimpulse immer weiter vorantreibt, er sozusagen die Grenzen seiner eigenen individuellen Befindlichkeit überschreiten kann, sozusagen Raum und Zeit, Kausalität, Individualität überschreiten kann. Das wäre sozusagen die Gipfelerfahrung der Wittelsfreiheit. Das ist schon sehr mystisch auf jeden Fall. Ja. Es ist ja auch nicht zwangsläufig gegeben, dass ein Theologe über den freien Willen schreibt. Und warum? Also was mich daran interessiert hat, dass dieses, ich würde es fast als Grundlagenwerk bezeichnen. Es sieht von außen gar nicht so dick aus, dein Buch, aber es ist innen drin voll bepackt. Und du gehst die ganze, ja nicht nur die theologische Geschichte durch vom Alten Testament, sondern du fängst bei den alten Griechen an. Und dadurch, dass eben, naja, die kirchliche Geschichte, die westliche Kulturgeschichte auch stark dominiert hat, ist es ein sehr interessanter Blick in die Geschichte des freien Willens. Genau. Freche Frage, kennst du Julian Jaynes? Ja, kenne ich. Breakdown by Cameron Mine. Genau. Ja. Er schreibt ja, er sieht ja eine eindeutige Linie, dass in der Odyssee Odysseus quasi selber schon gedacht hätte, während alle Helden davor in der Ilias von den Göttern puppenspielartig durch die Welt geführt worden seien. Was dachten denn die alten Griechen über den freien Willen? Ja, das finde ich auch äußerst interessant, dass offensichtlich es auch der Wille sozusagen gewissermaßen auch ein evolutionäres
oder ein kulturgeschichtliches Phänomen ist. Also nicht jede Kultur ist zu dem Konzept des freien Willens vorgestoßen oder überhaupt zu der Idee, dass der Mensch einen Willen habe. Und du hast es eben schon mit Julian Jaynes interessantem Buch The Breakdown of the Bicameral Mind angedeutet, dass es offensichtlich auch innerhalb der Evolution einen bestimmten Punkt gegeben hat, wo der Mensch sich als ein frei agierendes, willensmäßig gesteuertes Wesen erlebt. Und die Forschung hat in den letzten Jahrzehnten sehr wahrscheinlich gemacht, dass die alten griechischen Philosophen, also Platon und Aristoteles, in dem Sinne gar kein Konzept des Willens hatten. Also es gab Ähnlichkeiten oder es gab bestimmte Begriffe, Boulesis zum Beispiel bei Aristoteles, die dem Begriff des Willens nahe kommen. Aber so die Idee, dass der Mensch ein willentlich handelndes Wesen ist, war bei ihnen nicht ausgearbeitet. Die Griechen waren eher vernunftorientiert. Der Mensch handelt aus Einsicht, aber nicht, weil er einen Treib im Willen hat. Also insofern denke ich, ist das auch sicherlich noch etwas, was man weiter erforschen kann, inwieweit kulturelle Faktoren oder auch sozialgeschichtliche Faktoren oder überhaupt der religiöse Kontext zur Herausbildung eines Willenskonzepts beigetragen haben. Also ich habe zum Beispiel bei der Vorbereitung zu diesem Buch auch mit einer chinesischen Philosophin Kontakt gehabt und sie meinte, dass freie Wille gibt es bei uns, also die Idee eines Willens gibt es bei uns überhaupt gar nicht. Oder wenn man versucht zu erklären, warum die Griechen das eigentlich nicht dazu gekommen sind, dieses Konzept zu entwickeln, also ihre Philosophen, wäre vielleicht auch eine Erklärung, dass diese Philosophen waren natürlich alles große Meister der Freizeit. Ne? Also die hatten Zeit und Geld und konnten sozusagen sich in ihren schön geistigen philosophischen Gedanken ergehen, aber waren nicht gezwungen, sozusagen überlebensmäßig sich durchzusetzen. Von daher ist von diesem soziokulturellen Kontext ist vielleicht auch erklärlich, ist jetzt eine Vermutung, dass die nie auf die Idee des Willens gekommen sind. Nun bin ich staatlich anerkannter Atheist, also ich bin schon relativ früh aus der Kirche ausgetreten. Aber wenn ich mich an meinen Religionsunterricht erinnere, dann ist es doch ein sehr wichtiges Prinzip im christlichen Glauben, keine Sünden zu begehen, die richtigen Dinge zu tun, sich möglichst liebevoll und altruistisch anderen gegenüber zu verhalten, um so dann ja quasi im nächsten Leben dann auch das Paradies zu erreichen. Das ist ja mehr diese Jenseitsgewandtheit, habe ich so im Kopf. Lass uns mal beim freien Willen. Ist denn der dazu nicht essentiell, dass ich auch die richtigen Entscheidungen treffen kann? Ja, also das ist natürlich jetzt ein großes Fass sozusagen, das ich auch in meinem Buch aufgemacht habe, der freie Wille in der Theologie bzw. im Rahmen des Christentums. Und wie auch in der Philosophie, in den Neurowissenschaften gibt es da natürlich auch verschiedene Positionen. Und ich will mal mit dem Alten Testament anfangen, da gibt es diesen Jenseitsbezug übrigens nicht, also da gibt es keinen Glauben an ewiges Leben. Wie im Judentum? Ja genau, das ist ja das Judentum, Altes Testament. Und beim Judentum ist nun sehr interessant, dass sehr wahrscheinlich durch diesen starken, ständig notwendigen Überlebenskampf dieses Volkes sich sehr wahrscheinlich im Alten Testament sozusagen auch eine Tendenz der Willensschulung herausgebildet hat. Und der war, wie du richtig bemerkt hast, auch meistens verbunden mit ethischen Zusammenhängen. Also wenn ein Volk sehr gut zusammenhält, also Verbindlichkeiten der Familie, das Judentum ist ja eine Art Familienreligion, wenn man so will, wenn das gewährleistet ist, dann sind natürlich auch die Überlebenschancen besser. Und so ist nun im Judentum sozusagen Überleben einerseits, Willensschulung in den Verfolgungen und so weiter und Ethik, also dem Nächsten zu dienen, insgesamt dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft, dass die Gemeinschaft, dass die Familie intakt bleibt, verbunden mit dem Willenskonzept und dem Konzept oder in dem der Verbindung zu Gott. Also Ethik, Wille, Gott, das bildet im Alten Testament eigentlich eine Einheit. Und von daher hat sicherlich das Alte Testament sehr dazu beigetragen, dass sich in diesem Kontext überhaupt der Mensch als ein willentlich handelndes Wesen entwickelt hat. Also das Alte Testament ist im Unterschied zu den Griechen, die sehr auf das Denken abheben, sehr
orientiert auf das Handeln des Menschen, insbesondere eben auf das ethische Handeln des Menschen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Vorstellung des Willens sich allmählich im Alten Testament entwickelt hat. Und zwar insbesondere in Bezug auf die Ethik. Also wenn ich mich ordentlich verhalte, gleichzeitig mit Gott sozusagen in Verbindung stehe, dann ist das gut für mich. Und das setzt natürlich voraus, dass ich in der Lage bin, das, was die Ethik fordert, auch zu tun. Was natürlich, wie wir alle wissen, nicht immer so einfach ist. Mhm. Wegen unseres evolutionären Erbes, wo natürlich auch noch andere Mechanismen am Werk sind als freie Entscheidung, Handlungszwänge, die uns vorgegeben sind. Das schleppen wir noch alles mit von unseren Vorfahren, auch von den Bäumen. Und das führt natürlich auch innerhalb der biblischen Tradition auch zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen, ob der Mensch nun mit Hilfe seines Willens in der Lage ist, das ethisch Gebotene zu tun oder nicht. Und da gibt es schon im Alten Testament unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen ganz klar, ich will nur ein Beispiel geben, Psalm 1, wenn du dich an das Gesetz hältst, dann wird es dir gut gehen und du kannst es auch. Psalm 51 wendet sich der Beter an Gott und sagt, also ich bin hier völlig unfähig, ich kann gar nichts und nur wenn du mir hilfst, nur wenn du mir Gnade erweist, dann kann ich auch deinen Willen tun. Übrigens, nebenbei bemerkt, der Lieblingspsalm von Martin Luther, Psalm 51. Ja, die ganzen 10 Gebote würden ohne freien Willen nicht funktionieren, oder? Ja, das ist nun, vielleicht können wir bei dem Zusammenhang jetzt auch einen Überschwenk machen ins Neue Testament. Auch gerade an den 10 Geboten zeigt sich wiederum sehr deutlich, wie unterschiedlich in der Theologie und im Christentum auch freier Wille und Ethik gesehen werden. Und gehen wir mal ins Neue Testament, da haben wir das Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium wird Christus dargestellt als jemand, der im Grunde genommen als eine Art neuer Weisheitslehrer, Gesetzeslehrer. Der alte Lehrer war Moses, Jesus ist jetzt der Neue. Er bringt nicht das alte Gesetz, Sinai, sondern sozusagen die Bergpredigt, das neue Gesetz. Und man kann es auch tun. Das ist so die große Linie des Matthäusevangeliums. Und demgegenüber, dann später auch sehr wirksam geworden, Paulus in Römer 7, der sagt, das Gute, das ich will, in Römer 7, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und damit bringt er sozusagen diese ganze Willensfreiheit, im Grunde genommen hat er in dieser Analyse, tiefenpsychologische Analyse oder was auch immer das gewesen sein mag oder Erfahrung, die dahinter steht, auch als erster für die abendländische Geschichte auch begrifflich zum ersten Mal definiert, dass der Mensch einen Willen hat. Also im Grunde genommen geht alles auf Römer, auf den Apostel Paulus zurück und seiner Konzeption der Willensunfreiheit, die dann aber auch wiederum zur Willensfreiheit führt. Das ist jetzt eine paradoxe Situation, wenn der Mensch einsieht, eigentlich das, was ethisch geboten ist, kann ich gar nicht. Es ist eigentlich die Einsicht in meine Unfreiheit. Aber indem ich diese Unfreiheit sozusagen erkenne und anerkenne, bin ich auch schon auf dem Weg zu einer geschenkten Freiheit. Moment, kann ich?